So, jetzt geht's los. Kurz vor Weihnachten habe ich nämlich ein ganz besonderes Geschenk erhalten, nämlich den Umbruch oder das Layout für mein neues Buch, das im März erscheinen soll. Mit Geist und Füßen Thüringen. Das Titelblatt sieht vielleicht noch nicht so begeisternd aus, aber vielleicht dann doch der erste Innenumschlag. Da seht ihr dann schon, was man in Thüringen alles erleben kann. Also das ist zum Beispiel die Stelle, wo die Burg Waldenfels stand, wo der große Mystiker Meister Eckhart geboren wurde. Jetzt meint ihr vielleicht, das Buch ist schon fertig. Stimmt auch zum Teil. Also mein Manuskript habe ich ja schon vor ein paar Monaten abgegeben, aber jetzt geht es nur an den Feinschliff. Und da muss man eben Fehler korrigieren, wie zum Beispiel, dass hier die Unterzeilen nicht farbig sind oder zu lang, zu kurz, muss was geändert werden. Das merke ich dann da immer an. Oder jetzt hier könnt ihr sehen, mein Vorwort, da ist mir aufgefallen, dass grammatikalisch dann auch nicht alles so hundertprozentig ist. Oder das hier, wo ich meinen Finger habe, ein Absatz drin ist, der nicht hineingehört. Das muss jetzt alles geglättet und korrigiert werden. Und hier zum Beispiel kommt die erste Tour. Da könnt ihr euch schon mal einen Eindruck verschaffen von diesem Buch. Das ist am Point Alpha. Früher die Stelle, wo der Westen gerechnet hat, dass die Russen kommen und eben bei Fulda einmarschieren werden und die Bundesrepublik teilen werden. Ihr seht also schon, die Palette der Geschichte ist breit, die ihr in dem Buch abgehandelt bekommt und wandern erleben könnten. Und hier musste ich zum Beispiel markieren, dass da ein Punkt fehlt, nämlich die katholische Stadtpfarrkirche von Geisa, die im Text erwähnt ist, in diesem herrlichen Glockenspiel, dass da der Hinweis fällt auf der Karte, wo die überhaupt liegt. Ja, und so geht es weiter. Hier also ein ganz besonderer Freund von mir, das Rhönschaf, das fast ausgestorben war und sich zum Sympathieträger jetzt entwickelt hat. Die Leute sind alle ganz begeistert von diesem Schaf. Jetzt mittlerweile oder hier, da sieht man, warum Thüringen heißt, das grüne Herz Deutschlands. Das ist der Blick vom Kickelhahn, wo Goethe sein berühmtes Gedicht geschrieben hat. Über allen Gipfeln ist Ruhe. Da muss man euch dieses Wanderbuch unbedingt auch hinführen. Oder jetzt sind wir schon im Vogtland. Da gibt es zum Beispiel das Land der tausend Teiche. Also die nennt man Himmelsteiche, weil sie nur vom Regenwasser gespeist werden und nicht durch den natürlichen Zulauf. Und dann zufällig stoße ich natürlich hier auf meine beiden großen Kollegen aus Weimar. Weimar ist gleich mit zwei Touren drin, wo eben die klassische Moderne, die Klassik und auch die klassische Moderne mit dem Bauhaus vertreten ist, aber auch das Schrecken des Konzentrationslagers, hier zum Beispiel die alten Wachtürme von Buchenwald. Ja, und das Letzte, was ich euch noch zeigen will oder kann, zu lang soll das Video auch nicht werden, ist hier eine meiner Lieblingsgegenden, die ich schon 2000 bei einer Kur erkundet habe und die eigentlich den Impuls zu dem ganzen Buch gegeben habe. Das ist der Kiffhäuser, die alte Burg aus der Stauferzeit, wo das angeblich der Herr Barbarossa noch schlafen soll und darauf wartet, dass Deutschland zur alten Größe erwacht. Na, hoffen wir, er schläft noch eine Weile. Ja, durch diese 144 Seiten werde ich mir jetzt durcharbeiten. Ich hoffe, das geht zügig voran, weil demnächst wird dann gedruckt und ab Mitte März könnt ihr dann das Buch sowohl anschauen als auch hoffentlich käuflich erwerben. Dann, wie gesagt, ich hoffe, dass ich gut vorankomme und wünsche euch noch ein gutes, frohes, neues Jahr und sage, viel Dank, bis zum nächsten Mal.